Moin Jungs, 80s Black und heute habe ich wieder 10 coole Minecraft 1.19 Seeds für euch. Wie immer stehen alle Seeds sowie die Koordinaten dazu in der Beschreibung und jetzt geht's auch direkt los. Beim ersten Seed spawnen wir hier an diesem See mit dieser coolen Klippe in der Nähe und mitten in dem See haben wir sowohl ein Dorf, ein Portal-Überreste-Ding, als auch ein riesengroßes Sinkhole, wie könnte es anders sein, wo natürlich unten direkt auch wieder Lava ist und wir haben tatsächlich nicht nur hier das Dorf oben, wo sogar ein, zwei Strukturen hier ein bisschen in das Ding runtergehen, sondern wir haben auch noch ein Minenschacht, der hier in diesem Sinkhole gespawnt ist. Auch hier drüben geht es überall noch weiter, teilweise hinter den Wasserfällen, teilweise mitten in der Luft. Hier haben wir dann natürlich auch schon das Deep Slate, weil es halt so tief runter geht. Und hier unten ist natürlich dann die Lava und noch ein paar von den Wegen. Also ganz wilde Generation mal wieder. Hier geht es dann auch noch ein bisschen weiter. Hier haben wir dann ganz viel Lava und man findet hier mit Sicherheit ganz easy die Diamanten. Aber das ist natürlich nicht der Fokus bei dieser Welt, weil das ist einfach so ein krasser Blick. Beim zweiten Seed haben wir mal ein paar Biome, die wir sonst nicht so haben. Wir haben hier nämlich sowohl ein Spruce Forest als auch ein Dark Oak Forest. Und ihr seht schon, das geht hier natürlich wieder durch zwischen riesengroßen Bergen. Hier oben haben wir dann sogar noch auf dem Berg ein Pillager Outpost. Das sieht halt auch echt episch aus. Hier haben wir ein paar Birchbäume und da hinten geht es dann in normalen Mischwald über. Aber schaut euch einfach mal hier diesen riesen Berg an. Hier vorne finden wir leider keine Allays, sondern gar nichts tatsächlich. Aber wenn wir hier nochmal weiterfliegen, seht ihr schon, wie riesig das ist. Hier haben wir dann auch nochmal alles voller Dripstone. Hier oben dann einen einzelnen Baum. Das sieht auch gar nicht komisch aus. Und ansonsten hier halt riesengroße Täler und Berge und so weiter. Und das sieht alles ziemlich nice aus, finde ich. Vor allem, weil es mal ein bisschen was anderes ist mit der Vegetation, die wir hier haben. Beim nächsten Seed spawnen wir hier in diesem riesengroßen Krater, könnte man es nennen, oder Tal. Wir sind komplett von einer Bergkette umzingelt. Innen drin haben wir aber ein paar Seen. Wir haben außerdem einen Lavafall, ganz viele Pferde und andere Tiere. Also hier kann man auf jeden Fall auch schön was bauen. Und wir haben hier tatsächlich auch noch winzig klein ein bisschen Sparse Jungle. Eins meiner Lieblingsbiome. Also auch ziemlich nice. Und außerhalb haben wir dann halt auch den richtigen Dschungel. Wir haben hier auch noch einen richtigen Birch Forest und sogar Savanne ist auch in der Nähe. Und wenn ihr nicht in einem Tal leben möchtet, dann könnt ihr euch einfach hier drüber begeben und dann könnt ihr da oben auf einem Berg wohnen. Auf so einem Hochplateau. Sieht auch immer ziemlich nice aus. Hier vorne haben wir noch eine kleine Insel in diesem anderen Tal und da auf dem Hochplateau sind dann auch nochmal ein paar Dschungelbäume und ein paar andere Bäume. Auch ziemlich nice. Beim nächsten Seed spawnen wir hier an dieser Bucht. Wir haben links daneben direkt mal einen kleineren Berg und hier direkt daneben noch einen großen Berg, der auch einen Wasserfall hat und sogar ein kleines Oberjoch, auch wenn das auch komplett von Schnee gefüllt ist. Hier geht es dann auch direkt mal in eine Höhle rein, aber das ist natürlich nicht das Einzige, denn wir haben dahinter noch eine weitere riesengroße Mountain Range mit anderen Stony Peaks und Jagged Peaks und was auch immer. Hier ist alles mit Schnee bedeckt. Hier geht es dann auch wieder runter in den Mischwald. Da hinten haben wir überall das Meer und auch hier bietet sich einfach super an zu bauen, weil man einfach einen coolen Blick hat und hier sogar nochmal eine Steilküste, die teilweise richtig zerfressen ist und bis zum Meeresboden runtergeht. Und das sieht halt auch wieder insane aus. Hier drin könnte man was richtig Cooles bauen oder man baut so, dass man hier drauf guckt. Das wird auch gehen. Da hinten geht es auch nochmal weiter. Und oben auf der Klippe ist tatsächlich ein Dorf mit Schmiede. Was will man noch mehr? Beim nächsten Seed können wir von einer Stelle wieder exakt drei Dörfer sehen. Wir haben nämlich da vorne eins. Wir haben hier eins, das habt ihr gerade schon gesehen. Und wir haben tatsächlich hier noch eins. Und ich dachte kurz, da hinten ist noch eins. Ich weiß aber, dass hier noch mehrere sind. Aber mal der Reihe nach. Wir haben hier einen relativ großen einzelnen Berg. Da vorne haben wir ein paar noch größere Berge, und zwar Plural, die teilweise auch ein bisschen zerfressen sind. Das sieht auch ziemlich cool aus. Hier geht es ein bisschen in eine Höhle rein. Hier haben wir dann, wie gesagt, direkt ein weiteres Dorf. Da hinten ist es auch ein bisschen kahler, aber sieht auch ziemlich nice aus. Hier geht es halt, wie gesagt, ziemlich hoch. Also wir sind safe über 200 Blöcke gleich. Hier vorne haben wir dann noch einen Pillager Outpost. Und hier vorne haben wir tatsächlich das vierte Dorf. Und wir sind halt vom Spawn maximal 500 Blöcke weit weg. Wenn überhaupt, eher so 200-300. Hier dann auch wieder ein Tal. Dahinter wieder Snowy Peaks. Hier haben wir dann einen kleinen Lavasee. Und wenn wir hier dann nochmal weiterfliegen, kommen wir auch zu dem zweiten Dorf, was man vom Spawn sieht. Das ist auch schön gelegen hier an dem Hang und direkt am Wasser. Das könnte man auch noch ein bisschen erweitern. Das wird auch ziemlich schön aussehen. Und auch das dritte Dorf ist direkt da hinten. Und auch das ist wieder ziemlich cool gelegen, weil es so auf beiden Seiten von diesem Fluss ist. Hier könnte man eine riesengroße Hängebrücke hinbauen. Das würde total cool aussehen. Und dann müsste man halt die beiden Häuser vielleicht nach hier vorne packen. Aber ansonsten sieht das auch ziemlich nice aus. Wir haben hier hinten ein bisschen Birch Forest. Da hinten geht es dann auch wieder hoch mit einem See und ein paar Dark Oak Bäumen und Pilzen. Also alles in allem eine ziemlich coole und abwechslungsreiche Welt. Vor allem mit diesem Kavenzmann da vorne. Als nächstes haben wir mal was ganz anderes. Und zwar eine Wüste, die hier direkt am Meer liegt. Ihr seht schon, wie weit man hier nichts mehr sehen kann, außer da hinten die kleine Insel. Außerdem haben wir hier vorne ein paar Azalea-Bäume, da kommen wir aber gleich zu, denn hier geht halt der Fluss auch noch immer so weiter und das sieht ziemlich nice aus. Und hier vorne haben wir tatsächlich ein Dorf mit zwei Türmen und relativ vielen Häusern. Das sieht auch ziemlich cool aus. Und da hinten haben wir sogar noch ein Portal-Überreste-Ding, auch immer ziemlich praktisch. Und ihr seht schon, hier geht es ziemlich tief rein, ziemlich schnell vor allem, in eine Höhle mit einem Spinnenspawner in einem Mineshaft. Und wie gesagt, das ist von der Oberfläche zu erreichen, das ist halt ziemlich cool.
cool. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, denn ihr seht schon, hier diese riesen Lush Cave, die hier sich schon wieder durchschlängelt. Das sieht ziemlich nice aus. Wenn wir hier aber nochmal weiterfliegen, sehen wir hier vorne diese noch viel, viel größere Lush Cave. Und um die geht es vor allem, weil nicht nur haben wir hier unten eine Ebene, wir haben hier die nächste Ebene, die dann noch hier hoch geht. Hier öffnet sich das Ganze nochmal, geht nochmal tiefer. Hier geht es dann, wie gesagt, hoch. Hier dürfte wahrscheinlich ein riesen Aquifer sein. Ich habe recht, da hinten geht es noch weiter. Hier geht es dann nochmal hoch auf die nächste Ebene. Und da kann man tatsächlich schon wieder den Himmel sehen. Also ist es auch relativ leicht, hier hinzukommen. Und das sieht halt einfach ziemlich nice aus. Hier haben wir dann auch nochmal eine Schlucht. Hier geht es auch nochmal nach oben. Also ziemlich cool, was hier alles unter dieser Wüste ist, wonach es ja überhaupt nicht aussieht. Und der nächste Seed ist perfekt für euch, wenn euch der ganze Trubel in der Welt zu viel wird. Dann könnt ihr euch einfach hier in diesen Dschungel begeben, denn wir haben hier diesen Riesensee in diesem Tal. Wir haben sowohl ein bisschen Dark Oak als auch, wie gesagt, Dschungel. Und in diesem See haben wir nochmal eine kleine Insel, die auch echt ziemlich cool ist. Also hier eine kleine Base drauf bauen wäre so schön, weil du hast halt hier diese Bucht, die aber komplett zu ist. Das heißt, man kann hier auch nicht durch oder was auch immer. Man könnte es vielleicht noch ein bisschen dicker ausbauen. Das wäre cool. Dann hat man hier diesen kleinen Hügel. Ein paar Hühner hat man auch. Man ist also nicht mal alleine. Hier ist sogar noch eins. Bambus hat man, Holz hat man, Riesenbäume hat man auch. Hier drauf ein Baumhaus. Das würde so cool aussehen. Ich hoffe, das inspiriert euch dazu. Und da vorne haben wir direkt auch nochmal einen Höhleneingang. Also hat man auch alles, was man eigentlich braucht. Vor allem ganz viel Nahrung, wie bei den Fischen da. Beim nächsten Seed spawnt man hier direkt neben diesem kleinen Dorf, was auch so ein bisschen wieder ein Etagendorf ist und hier direkt am Wasser liegt. Aber auch von hier kann man wieder sehr viele Dörfer erreichen. Ich glaube, insgesamt haben wir tatsächlich 5 oder 6, die sehr nah aneinander sind. Ihr seht schon im Hintergrund die Berge, da kommen wir aber gleich zu. Denn erstmal haben wir hier direkt das zweite Dorf. Und das ist halt wirklich ein Katzensprung, nur entfernt von dem anderen. Hier geht es dann aber auch weiter mit diesem schneebedeckten Bergkamm, der auch teilweise ziemlich hoch geht und sogar icy Peaks oben hat. Hier haben wir dann nochmal eine kleine Höhle, genauso wie ein Portalüberreste-Ding hier in diesem kleinen Tal. Und wenn man diesem Tal ein bisschen folgt, dann kommt man direkt zum dritten Dorf. Das ist nämlich hier hinten gelegen, teilweise im Schnee und in der Taiga, teilweise aber auch in den Plains. Ist zwar nicht sehr groß, aber ihr seht schon, da hinten ist das vierte Dorf, auch wieder nur ein Katzensprung voneinander entfernt. Aber da kommen halt noch ein paar, denn hier haben wir den Berg, dann haben wir ein Tal, dann haben wir wieder einen Berg, dann haben wir nochmal ein etwas größeres Tal und einen noch größeren Berg. Und in dem nächsten Tal liegt auch schon das nächste Dorf, auch wieder als Etagendorf, auch wieder ziemlich nice, auch da oben teilweise noch auf den Berg hoch. Hier könnte sich halt noch so ein Fluss durchschlängeln, das wäre noch schöner. Und hier haben wir dann nochmal einen Schnee- und eisbedeckten Berg. Und dahinter haben wir tatsächlich nochmal ein Dorf. Also wie gesagt, ich habe nicht gelogen, 5 oder 6 Dörfer, wer mitgezählt hat. Alles ziemlich nah am Spawn, da vorne spawnt man. Also mega der Seed. Hier könnte man auch gut mit Freunden zusammen drauf spielen. Jeder nimmt sich einfach ein Dorf und baut das möglichst schön aus. Und am Ende gibt es einen Gewinner. Beim nächsten Seed haben wir hier direkt wieder Schnee- und eisbedeckte spitze Berge. Teilweise auch mit Azalea-Bäumen sogar da oben. Das sieht auch ziemlich cool aus. Ansonsten hier halt ganz viel Taiga und so weiter. Aber das Coole an diesem Seed ist, wenn wir uns einmal umdrehen, haben wir hier diesen riesigen Krater. Da hinten haben wir auch nochmal einen Pillager-Outpost und weitere Berge. Aber in diesem Krater seht ihr schon, wie zerfressen alles ist. Und hier ist einfach eine riesige Lush-Cave innen drin. Und die unterhöhlt das komplette Bergmassiv. Das sieht so krass aus. Ich weiß nicht, ob es schon mal eine größere Lush-Cave gab als die hier. Ich meine, guckt euch das mal an. Auch wie tief es darunter geht. Da unten ist schon wieder das Deep Dark. Und dieser See endet dann hier als Aquifer mit Wasserfällen, die hier runtergehen. Das sieht auch super cool aus. Hier könnte man so viel drin bauen und man hätte so viel Platz. Das sieht super schön aus. Auch hier mit diesen ganzen kleinen Pools, wo sich normalerweise die Axolotls tummeln. Ich weiß nicht, wo die gerade sind. Haben wahrscheinlich die Memo nicht bekommen. Aber das ist nicht mal die einzige Höhle, weil da vorne geht es halt auch nochmal weiter. Und auf der anderen Seite haben wir nochmal eine Riesenhöhle. Die ist zwar bei weitem nicht so groß wie die andere, aber auch die ist ziemlich cool. Hier sind tatsächlich auch ein paar Axolotl, sogar ein Baby-Axolotl. Wusste ich gar nicht, dass die gibt. Und hier geht es auch nochmal ein bisschen runter. Also das ist wirklich ein unfassbar krasser Seed. Allein hier von diesem Blick. Also was will man da denn noch sagen? Und beim 10. Seed spawnt man hier in der Nähe von einem Pillager-Outpost. Da könnten tatsächlich dieses Mal wieder Allays drin sein. Hier geht dann dieser Fluss auch nochmal durch und dahinter haben wir direkt ein Dorf. Sogar mit Schmiede, ich kann es kaum fassen. Ist natürlich potenziell gefährlich, wenn die so nah aneinander sind. Aber bei diesem Seed geht es tatsächlich noch um was viel Cooleres. Dafür müssen wir uns einmal umdrehen, denn wir haben hier wieder einen Riesensee, der von Bergen umzingelt ist und ihr habt es natürlich schon gesehen. Wieder ein riesengroßes, tiefes, fettes Sinkhole und das sieht halt einfach wieder unfassbar krass aus. Das stiehlt der ganzen Welt natürlich die Aufmerksamkeit. Hier unten haben wir tatsächlich nochmal ein Mineshaft drin, der auch wieder ziemlich, ziemlich cool aussieht. Hier auch noch und hier auf der anderen Seite geht es auch noch weiter. Und hier ist halt relativ viel, wo man auch drauf bauen könnte. Vor allem, wenn man das Wasser da oben so ein bisschen zurückhält, dann hat man hier halt auch noch echt viel Platz. Und das sieht natürlich auch ziemlich cool aus. Dann kann man hier mit den Fledermäusen gemeinsam leben. Aber auch auf der Oberseite von diesem Sinkhole sieht es hier ziemlich cool aus, denn man hat hier halt nochmal diese Bergkette, die auch wieder ziemlich hoch vor allem geht, schneebedeckt ist. Und auch das hier sieht einfach alles ziemlich nice aus. Und wenn ihr das auch so seht, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Und
und checkt jetzt als nächstes dieses Video aus. Da habe ich nämlich 10 weitere Seeds für euch. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.